Hallo meine lieben Crime Cats und toll, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich über jeden, der jetzt bei der zweiten Sendung mit dabei ist. Es ist zwar wahrscheinlich unwichtig, weil eh noch keiner meine Sendung guckt, aber eigentlich wollte ich ja um 22 Uhr das erste richtige Video dann permanent immer freitags um 22 Uhr starten, aber gut, dass ich die Maske auf habe. Ich habe Augenringe ohne Ende. Ich habe extra in eine Kamera investiert, weil mir war dieses Projekt hier, das lag mir sehr am Herzen. Und dann bin ich halt hingegangen und habe gedacht, okay, verkaufst du ein paar von deinen Kumpels, also Funkos. Und ja, und habe mir echt diese Kamera gekauft. Also eine V-Vlog von, ist das natürlich bei euch verkehrt rum. Ja, extra Kamera ZV1 V-Log. Diese Kamera, die hat schon beim ersten Clip nur versagt und ich dachte dann, nachdem ich mit dem Support geredet habe, ja, vielleicht wird es ja besser. Nein, das Mikrofon wurde nicht erkannt. Nach 5 Minuten hat die Kamera sich generell wegen Überhitzung ausgeschaltet. Das erste Video war eine Katastrophe, also ich musste alles stückeln und ich habe ja sowas noch nie gemacht. Also das ganze Produktionsteam sitzt hier, hier. Dank YouTube habe ich das alles lernen können. Ja, auch mit dem Schnittprogramm und allem, dank dem Schnittprogramm, ich hoffe, es ist nicht zu sehr aufgefallen, konnte ich das so ein bisschen zusammenstückeln. Genau. Ja, deshalb nehme ich mit dem Handy auf. Hätte ich auch vielleicht direkt machen sollen. Gott sei Dank, Sony war nicht so nett. Die haben mir sogar noch gesagt, ja, haben sie denn die Kamera irgendwo draufgestellt, wo sie heiß werden konnte? Ich so, nein, ich habe das Originalkameraset mit dem Ständer und ja. Ja, dann wissen wir auch nicht. Dann lassen sie mal abkühlen, dann können sie weiter drehen. Da habe ich gesagt, wie soll das denn gehen? 5 Minuten abkühlen und dann wieder drehen und dann muss ich alles stückeln. Man ist ja auch jedes Mal aus dem Konzept total. Dann habe ich natürlich gedacht, oh nein, also das. Dann habe ich nach etlichen blöden Tipps, ich sollte auch mal mit einem Q-Tip das Akkufach sauber machen. Und ich wurde gefragt, ob ich das großer Hitze aussetze. Ich sagte, ich bin in der Wohnung. Also bei den Heizkosten habe ich bestimmt nicht hochgeheizt. Und selbst wenn, ist es natürlich traurig, wenn man mit dieser Kamera nicht draußen rumlaufen könnte. Also es hat mir echt die Nerven gekostet, die ganze Nacht, weil ich natürlich das Projekt auch jetzt auf den Weg bringen wollte. Habe sehr viel Arbeit in diesen Fall gesteckt und dann hatte ich erst überlegt, das so mit Folien zu machen, aber das bin nicht ich. Also ich möchte mich schon zeigen und nicht einfach nur Folien laufen lassen und dem Ganzen meine Stimme geben. Gut, noch trage ich das, aber wenn ich genug Abonnenten habe, dann wird die Maske fallen und dann werde ich die auch unter den Abonnenten verlosen, wenn die überhaupt eine haben will. Aber ja, genau, ich hoffe das ja. Ja, das vorab, es passt eigentlich jetzt vorab nicht so rein, aber ich musste meinem Ärger Luft machen. Ich werde jetzt auch einmal wöchentlich auf euch warten, total viele Punkte in meinem Programm. Und zwar habe ich immer vor, am Wochenende, wenn ich schaffe, habe ich vor, ja, ich sag mal, immer diese Crime Cats und Scene Sache zu machen. Das heißt, so einen Wochenrückblick. Ihr könnt auch gerne dann Kommentare geben oder man tauscht sich aus. So Livestream traue ich mich noch nicht so ran. Mal schauen. Im Moment würde ich auch nur einen Livestream mit mir selber machen. Also wäre ein bisschen langweilig. Ich rede ja jetzt auch schon mit mir selber im Endeffekt. Ja, aber das, da kommen so Sachen rein, wie so, ich sag mal, so Sachen, die bewegen, wo man sich drüber ärgert, wo man aber sich auch drüber freut oder wo man mal teilt, hey, ich habe den und den Film geguckt oder schaut euch das mal ein oder hat euch das auch aufgeregt, das ist wieder teurer geworden und das habe ich mir gekauft, das hat vielleicht eine Woche gehalten oder da wurde man wieder blöd angemacht oder ach, halt einfach mal, oder auch in Bezug auf die Katzen vielleicht auch mal so ein paar Tipps oder wie ich das so mache und ja. Und das, denke ich so, würde ich dann auch gern einmal die Woche machen, auch so in politischer Hinsicht, weil einige Straftaten, die reichen halt noch nicht für eine ganze Folge. Da ist dann halt so, so Wochenaufreger, wo ich dann so auch mal meinem Unmut kundtun muss über Kriminalität und Politik, genau. Ich bin zwar nur eine Einzelperson und ganz normal leider, kann nichts ändern, ist leider so. Aber auch die kleinste Stimme kann vielleicht was bewirken. Und wenn man sich sowas von der Seele reden kann ein bisschen, dann ist das ja auch ganz schön mit euch zusammen. Ja,
aber der Rest dann lieber in das in die Wochensendung. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Fall. Vorab eine Triggerwarnung. Und zwar, es geht um massive Vernachlässigung eines Familienangehörigen von den eigenen Eltern, also der Tochter. Und wer mit Vernachlässigung und dem Ganzen nicht klarkommt, der sollte lieber ja die Sendung meiden. Generell muss man bei mir wissen, also das hier ist mein Baby, das ist mein Traum. Alles, was ich jetzt so vermisst habe, so ein bisschen in anderen Krankenformaten und weil mich das auch so interessiert, man muss dazu sagen, mir sind selber schon Gewalttaten passiert, leider. Und deswegen habe ich da auch immer ein großes Interesse dran, dass sowas nicht vergessen wird oder dass man vorsichtig ist oder dass man genau hinsieht und auch Hilfe leistet und nicht wegschaut. Und zum anderen ist es halt so, ich stehe dazu, ich leide auch jetzt momentan unter, ja, Depression, ist halt so, kann man nicht ändern, stehe ich zu. Und wenn man dann halt nicht schlafen kann, man kennt das ja, dieses Gedankenkarussell, dann hat mir immer geholfen, so Crime-Sendungen zu gucken, weil mich das halt interessiert. Und ich bin dann immer jemand gewesen, der hat dann recherchiert und geschaut, gibt's die Leute noch, leben die noch, wie geht's denen? Und habe dann außerdem auch immer noch so geguckt, was kannst du noch mehr rausfinden, weil mir kam das nie so gerecht mit den Opfern. Und natürlich die Sparte Film, die ist bei mir auch eine Kategorie. Wie viel Wahrheit steckt da überhaupt drin, wenn da steht nach wahrer Begebenheit? Da mache ich mich privat immer so auf die Suche und schaue nach, wie viel da wirklich so drin steckt und recherchiere das. Da bin ich dann immer so verbissen. Und andere Sparte von mir, die kommt dann nächste Woche auch jetzt dann heraus, auf diesen Fall bezogen. Ähnliche Fälle, also so ähnlich gelagerte Fälle, weil ich habe immer gedacht, ist das jetzt ein Einzelfall? Das kann nicht sein! Das kann doch nicht sein, dass die Menschen so zueinander sind und geworden sind. Doch sind sie leider. Und ich finde, es ist wichtig, über sowas zu berichten, sowas nicht zuzuschweigen, damit man auch, wie gesagt, Hilfe leistet, genauer hinsieht und nicht einfach wegguckt. Das ist mir halt ganz, 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 ganz wichtig. Und ja, dahingehend schaue ich dann halt, ob es sowas schon mal gab und werde euch das dann präsentieren. Entweder kompakt in einer Folge oder dann mit nochmal eine Special-Folge. Zudem habe ich nächste Woche eine Sonderfolge, die habe ich schon vorbereitet. Und zwar ist die dann am Dienstag. Das hat einen besonderen Grund. Da ist der 8. Und da ist quasi der Todestag. Also da ist ein Fall passiert vor, es ist jetzt kein rundes Jubiläum, aber trotzdem erinnerungswürdig. Ich finde das ganz wichtig, dass man vielleicht dann auch mal an dem Tag an die Tat erinnert und nochmal drüber nachdenkt. Und deswegen nächste Woche am 8. Ich verrate noch nicht, welcher Fall. Er wird interessant sein, weil er im Moment auch, ich verrate nicht zu viel, sonst schaltet ihr gar nicht ein. Und wenn ihr bis zum Ende hier dran bleibt, dann gibt es noch eine Überraschung. Und zwar, ja, werdet ihr sehen. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, es geht jetzt los. Wir starten und vorab möchte ich mich schon mal bedanken, dass ihr euch jetzt das Ganze lange hier angehört habt, wenn ihr überhaupt noch dran seid. Aber vielen lieben Dank und ich möchte sagen, nicht wundern, ich bin da so akribisch. Wenn ich mal auf den Laptop schaue, dann hat das damit zu tun, dass ich dann nochmal so nachlese und ich werde auch Wort für Wort wiedergeben. Ich blende ja die ganze Zeit auch die Folien ein, wo ihr die Quellen finden könnt, wo ihr nochmal nachlesen könnt, wo ihr euch die Videos anschauen könnt, wo es die gibt und werde dann auch quasi Passagen dann vorlesen und bei mir, ich werde auch nichts weglassen. Ich finde das irgendwie immer so blöd, wenn gesagt wird, ich zeige die Fotos nicht und ich sage das nicht, was da so wirklich war, weil jeder, der sich das anguckt, der weiß ja, was Sache ist. Und ja, wir starten jetzt in den Fall. Ich würde sagen, Crime Cats, let's go. Ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken hingestellt. Ich habe mir was hier hingestellt, Moment. Welche schlaflose Nacht hatte.
Ich wollte ja mit dem Kanal starten und jetzt geht's los. So, und zwar sprechen wir über den Fall von Lacey Fletcher. Und zwar, als ich das gehört habe, ist er mir sehr, sehr nahe gegangen. Ich konnte es kaum fassen, wirklich nicht. Besonders, wenn man auf die Eltern blickt. Aber ich habe mich dann so durchgelesen. Leider gab es zu dem Zeitpunkt, ich glaube, eine Kollegin, die hatte das Thema aufgegriffen. Ansonsten musste ich mich halt durch die englischen Zeitungen kämpfen und musste dann halt so schauen, was ich so finde, dementsprechend und auch übersetzen. Ich habe euch auch die ganzen Quellen dann quasi reingepackt. So, die Familie Fletcher, die lebt in Slaughter. Ja, ein sehr merkwürdiger Name, das heißt ja Schlachten. Aber zur Schlachtpunkt wurde Lacey jetzt nicht geführt. Ich hoffe, ein bisschen Sarkasmus und Humor ist immer noch so ein bisschen erlaubt. Doch, doch, stimmt. Ja, und zwar war am 3. Januar, also die Daily Com hat berichtet, dass Sheila Fletcher, das ist die Mutter. Die Mutter ist 64 Jahre alt und der Vater ist 65 Jahre alt. Dass am 3. Januar um 2 Uhr morgens der Notruf angerufen wurde, um zu melden, dass ihre Tochter Lacey, die ist 36 Jahre alt, nicht mehr atmet oder aufgehört hat zu atmen. Das Büro des Sheriffs hat natürlich sofort also Rettungseinheit geschickt und jemand vor Ort, der schaut und ja, die kamen in eine sehr schöne Wohngegend, also ich sag mal eine bessere Ecke in dem Ort, ein sehr gepflegtes Ambiente und das Haus auch sehr schön und gepflegt, also zweistöckig. Und sie haben dann schon, als sie reingingen, also vom Optischen sah man nichts, aber der Geruch, also der ihnen entgegenschlug, es war, wenn ich so ausdrücken darf, ohne pietätslos zu sein, ein Gestank. Also ein Gestank nach Tod. Und ja, an der Stelle möchte ich sagen, alle Menschen, die beruflich damit zu tun haben, Hut ab. Also ich weiß nicht, schreib's mal in die Kommentare, gewöhnt man sich daran? Oder ich weiß nicht, wie geht man damit um? Also ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Und noch schwieriger stelle ich es mir vor, dazu leben. Also, naja. Da ist so einiges ungereimt, aber wir gehen da später noch zu drauf ein. Ja, denen schlug dieser Gestank entgegen. Und dann gingen sie Richtung Wohnzimmer, wo sich ihre Tochter aufhalten sollte. Also die Mutter ist wohl mit reingegangen. Der Vater war in dem Zeitpunkt jetzt wohl nicht so anwesend. Und als sie dann die Couch, wenn man das so nennen kann, Couch in Anführungsstreichen noch nennen kann, in Augenschein genommen haben, haben sie gesehen, dass da gar nichts mehr zu machen ist. Weil die Couch, das war keine Couch, das war eigentlich eine stinkende Latrine, muss man wirklich sagen. Und die arme Lacey, die lag da mit ihrem kleinen, ausgemerkelten Körper. Sie hat nämlich nur noch 43 Kilo gewogen. Ich habe das extra umgerechnet. Ich weiß jetzt leider nicht, wie groß sie ist, aber das ist wohl sehr wenig. Also sie war sehr unterernährt. Sie lag dann da in diesem Couchkrater, also wirklich so eingegraben und hatte also nur noch durch die Polsterung gehalten und hatte halt ihre Beine in so, wie es der Corona, also der Rechtsmediziner später ausdrücken wird, in so einer Überlebenshaltung gehabt, um überhaupt noch irgendwie sitzen zu können, glaube ich. Aber da gehen wir später drauf ein. Ja, es war ein grausamer Anblick, weil ihre Augen waren weiter aufgerissen und der schlimmste Anblick war jedoch, sie war gar nicht bekleidet, außer ein kleines T-Shirt. Also sie lag dann auch so, ihr Arm war so angewinkelt, das T-Shirt war hochgeschoben und ihre Haare waren komplett verfilzt von den ganzen Fäkalien, auch in den Ohren, in den Nasen und anscheinend hat ihr jemand das alles noch hochgeschoben. Also sie selber wird es wohl nicht gemacht haben. Das Ganze war noch hochgeschoben worden, auch so noch übers T-Shirt, die Brust war entblößt. Man sah, ihr Mund war aufgerissen, man sah eine intakte obere Zahnreihe wohl. Das ist sehr bemerkenswert, weil Lacey war seit 20 Jahren bei keinem Arzt. 20 Jahre, wirklich 20 Jahre, meine Lieben. Das ist unglaublich, das ist wirklich so unglaublich.
Auf jeden Fall lag sie in dieser entwürdigenden Pose und eingesunken in ihren ganzen Urin und Kot. Ihr ganzer Körper war bedeckt mit Insektenstichen und roten Flecken. Die roten Flecken, das werdet ihr später sehen. Also ich habe da Folien zusammengestellt, jetzt in Bezug auf ihre Todesursachen, dass die dann halt von der Sepsis kam. Außerdem fraßen sich Maden durch Lacys Fleisch, weil dadurch, dass sie nicht mehr mobil war, sie lag ja da, war das am Verfaulen und war auch wirklich mit der Couch verschmolzen. Also das muss ganz, ganz schrecklich gewesen sein. Und als diese Rettungskräfte diesen Anblick gesehen haben, wussten die sofort, sie müssen von der Straftat ausgehen. Das ist ein ganz schlimmer Fall von Vernachlässigung. Also haben sie sofort den Coroner geholt, also den Gerichtsmediziner Dr. Beckham den Dritten, und haben ihn darauf vorbereitet ein wenig, aber das, was ihn dann erwartet, das machte ihn sprachlos. Da wird er sein Leben drüber, glaube ich, nicht hinwegkommen. Das hat er immer wieder betont, wie traumatisiert ihn das hat, da reinzugehen in dieses Haus, dieser Gestank und dieser Anblick der armen Lacey, wie entwürdigend die da lag. Und dieses Groteske war, dass die Mutter gesagt hat, wirklich, sie hätte noch mit ihr Fernseh geschaut und ist immer neben ihr am Sitzen mit so einem Klappstuhl, einem Terrassenstuhl, bei dem Gestank. Es wurde auch keiner so gesehen oder war ja nichts zu sehen. Also, sie hat dann auch gesagt, dass ihre Tochter Autistin ist und auf eigenem Wunsch die Couch nicht mehr verlassen hat. Und dass sie vorher ihre Notdurft auch auf Handtüchern entrichtet hat. Sie hat die ihr wohl vorne dahingelegt. Und irgendwann hat sie sich dann auch geweigert, überhaupt noch auf die Handtücher zu machen. Sie hatte sie angeblich, es war wohl auch so ein kleines mobiles Klo da. Ihr werdet, also das seht ihr ja auf den Bildern gerade, die ich da einblende dann. Es war so ein kleines mobiles Klo da. Und das wurde auch gar nicht benutzt, das stand da auf dem Bild, das sieht man da auch an der Seite. Der Boden ist getränkt mit Urin und ganz grotesk, da war ein Stapel frischer Anziehsachen, der war da irgendwie so aufgereiht und auf einem anderen Tischchen war dann so ein Kinderfoto und unzähliges an Material zum Pflegen und Talkumpulver und Mittelchen und um sie quasi zu pflegen und zu säubern und ganz grotesk. Und eine Kiste, eine DVD-Kiste war da mit Disney-Filmen. Und da muss man sich ja ganz mal vorstellen, jetzt mal so eingehakt. Ich weiß ja nicht, wie seht ihr das? Meine Tochter, hätte ich eine, würde so da erstmal gar nicht liegen. Und wenn meine Tochter versterben würde oder überhaupt, dann würde ich sie nicht so präsentieren. Ich würde sie nicht so präsentieren. Ich würde das Kind doch sauber machen. Ich würde dem Kind doch das T-Shirt runterziehen. Das ist schrecklich. Also das ist wirklich, wirklich schrecklich. Also sie haben sie so entwürdigend und entblößt dargestellt. Die eigenen Eltern meinte, sie versteht das gar nicht und es war doch alles okay und sie hat nie über Schmerzen geklagt. Sie war doch immer bei vollem Bewusstsein und sie hat selber entschieden, also sie ist ja verstorben im Januar. Sie hat wohl im Herbst entschieden, weniger essen zu wollen. Wie bitte? Also, und sie hat ja diese Sozialphobie, sie ist Autistin. Und daher rührte es auch, dass die Eltern wollten da auch nicht, solange sie bei klarem Verstand ist, eingreifen. Also liebe Leute, ich war auf einigen Foren und ich habe mir auch einige Kollegen angesehen, die jetzt das schon gemacht haben. Ich sag, wie es ist. Es gibt kein Szenario, in dem das okay ist. Noch nicht mal eine Woche. Es gibt kein Szenario. Es gibt auch keine Situation, wo man da reinschlittert und das langsam zur Gewohnheit wird, wenn ich eine Tochter habe und der geht es schlecht psychisch. Und das ist ja noch der Höhepunkt. Sie waren bei einem Arzt, haben Lacey nicht mitgenommen und haben dem geschildert, meine Tochter will nicht mehr aufstehen. Und der hat gesagt, die müssten sie in eine Klinik bringen. Ja, jetzt kann man sagen, hat der Arzt nochmal nachgehört? Natürlich nicht. Er ging natürlich darauf aus, dass die Eltern auch schon handeln werden, denke ich. Sie haben ja Lacey noch nicht mal mitgenommen. Ich weiß auch nicht, was sie sich da bei dem Besuch gedacht haben.
ob sie wirklich Hilfe gesucht haben, weil das ist irgendwie auch so halbherzig. Und das muss man sich mal vorstellen. Also das kann man sich gar nicht ausdenken. Das ist unglaublich. Das toppt jeden Film wirklich, wenn man sich das so überlegt. Und wie gesagt, es gibt kein Szenario, in dem das okay ist, in dem das ich tolerieren würde. Meine Tochter könnte schreien, meine Tochter könnte sonst was machen. Also ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie Hilfe bekommt, dass sie ins Krankenhaus kommt, dass sie menschenwürdig behandelt wird. Also meine Tochter würde ja auch nicht einfach so, das ist der Laptop, wird ja auch nicht einfach so auf eine Couch machen oder ich würde Handtücher ihr hinlegen, um Gottes Willen. Außer sie wäre immobil, aber dann hätte ich doch ein Pflegebett bestellt. Dann hätte ich doch irgendwie Windeln bestellt. Das macht man doch nicht, das macht man doch nicht. Also meine Vermutung ist, dass da was ganz anderes ist, vielleicht ein Familiengeheimnis, irgendwas, was sehr creepy ist. Also sie wird vielleicht auch unter Medikamente gestellt, vielleicht gab es Missbrauch. Man muss mal schauen, was da rauskommt, aber dazu später. Ja, Lacey wurde dann abtransportiert, ganz vorsichtig. Wurde sie dann, ja, das, was noch von ihr übrig ist, in den Leichensack gepackt und wurde dann mit zur Gerichtsmedizin genommen. Also ganz schrecklich, wirklich. Und Moment, ich muss das mal kurz aufrufen. Euch blende ich das ja ein, aber dass ich als Leitfaden dann nochmal so genau das sehe, genau. Und zwar sogar der Gerichtsmediziner halt der Gemeinde East Felicia, Dr. Evel DeWitt Bickham, der Dritte, äußerte sich angewidert, immer noch. Und sagte auch, er konnte eine ganze Woche lang nichts essen und andauernd hatte er wohl geweint. Und das ist ein erwachsener, gestandener Mann, der hat nicht die erste Leiche quasi autopsiert. Und das hat er halt einem Bericht gegenüber gesagt, dem Baton Rouge ansässigen ABC-Tochtersender WBRZ. Genau, ich habe euch das ja dahin gemacht und... Weitergehend ist es dann so, dass er gesagt hat, er entschied, dass ihr Tod ein Mord war, dessen Ursache medizinische Vernachlässigung war. Er glaubte, dass sie 24 bis 28 Stunden vor seinem offiziellen Todeszeitpunkt am 3. Januar um 3.07 Uhr schon vergangen, dass ich hatte das rauskopiert, das ist mal wieder diese Übersetzung, dass sie da schon gestorben war, also gegangen, also dass sie da schon... tot sein müsste. Und ja, er hat sich dann erstmal auch akribisch Zeit genommen. Das hatte auch einen Grund. Er wollte natürlich genauestens vorbereiten die Anklage gegen die Eltern, weil, wie er schon sagte, das ist für ihn Mord. Und da komme ich jetzt dazu, das wird euch auch schockieren. Das Büro der Gerichtsmedizin erklärte, dass die Eltern der Frau auf einem Wochenendausflug waren. Ja, ihr habt richtig gehört. Lacey ist gestorben, während die Eltern sich haben gut gehen lassen nach Silvester. Schönen Wochenendausflug gemacht. Und da kommen wir zu der These, die ich habe. Da war Hass, Verachtung, Wut, ich weiß es nicht. Die haben sich schön die Tasche gepackt und haben dann wirklich... ich kann es mir nur so erklären, ich erkläre es mal, ich weiß natürlich nicht, ob die Szenerie so war, aber ich sag mal so, die sind hingegangen, haben zu Lacey gesagt, ja, dann schau doch zu, wie du klarkommst, weil man muss sagen, es war kein Getränk in der Nähe, als Lacey aufgefunden wurde, nichts zu essen, nichts zu trinken und das Mädchen konnte nicht aufstehen. Und ich denke, aus Frechigkeit hat man ihr noch die Fäkalien hochgeschoben und gesagt, da sind deine Pflegemittel, da sind deine Klamotten, zieh dich doch um, geh in die Küche, mach dir was, schau zu, wie du klarkommst. Ich weiß nicht, ob sie wirklich nicht wussten, dass sie stirbt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich denke, das ist gewollt gewesen, dass sie wollten, dass es vorbei ist. Vielleicht auch eine Art Bestrafung, Demütigung. Ich kann es nicht nachvollziehen. Jetzt werden natürlich einige sagen, ja, warum haben die denn Rettungswagen gerufen? Ja, und zwar gibt es eine Aussage von einem Nachbarn, die er getätigt hat. Und zwar... hat dieser Nachbar ausgesagt, wartet, ich bin gleich dabei, Moment, dieser Nachbar hat ausgesagt,
Ich hoffe, ihr habt die eine Minute Zeit. Dass der direkte Nachbar, der hat die auch das letzte Mal mit 21 gesehen. Da hat sie wohl mit kleinen Gewichten trainiert und er meint, sie war immer eine Süße und zwischendurch hat er auch mal den Vater angesprochen. Und dieser Vater hat halt gesagt, ja, die lebt noch bei uns, hat aber schnell das Thema gewechselt. Und der Nachbar, der sagte halt auch, er wollte dann da auch nicht weiter einhaken. Und wie das so ist, weil das halt so Leute sind, da kann man sich das nicht vorstellen. Die gingen jeden Sonntag zur Kirche. Ja, das sind immer die Schlimmsten, habe ich manchmal das Gefühl. Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber manchmal habe ich wirklich das Gefühl, das sind die Schlimmsten. Auch, ihr seht das kleine Kästchen, ihr seht die Verlinkung, ihr könnt euch das Video angucken von ihm. Da erzählt er nochmal. Und Blaetz enthüllte der Dailymail.com. Jedoch, dass Sheila Fletcher wohl möglicherweise gezwungen war, diesen Anruf zu tätigen. Weil man muss dazu sagen, die meisten Nachbarn wussten gar nicht, dass sie eine Tochter hatten. Keiner. Und er meinte, hier war ein Nachbar, wir wissen nicht, wer es war, der ließ sie angeblich so auf der Couch gesehen hat. Vielleicht hat er durchs Fenster gespinkst. Und den Eltern gesagt hatte, sie müssen die Polizei rufen. Sagt, also, und das wurde uns gesagt. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit darin steckt. Aber es hört sich schon so ein bisschen, ne, unter dem Motto, ja komm, da müssen wir es machen, ne, weil ehrlich gesagt haben die sich nicht viel drum geschert. Warum hätten sie einen Rettungswagen holen sollen? Merkwürdig, ne? Okay, jetzt kommen wir natürlich zu der Autopsie. Schnallt euch an. Das wird auch nochmal nicht gerade schön. Und dann gehen wir zu den Eltern über. Aber wie gesagt, mir ist es halt wichtig, dass wir auch da drüber reden, was genau passiert ist, weil so, ja, so, die Todesursachen, ihr seht das jetzt genau. Der Forensiker schätzt, dass das Opfer mindestens 12 Jahre auf dieser Couch verbracht haben muss. Die Todesursache lautete, wie ich schon eben sagte, Unterernährung aufgrund von Vernachlässigung. Außerdem sei Lacey nicht mehr in der Lage gewesen, sich zu bewegen, die war nicht mehr mobil. Ferner stellte er eine schwere Blutvergiftung, also eine Sepsis, fest und zahlreiche Geschwüre. Teilweise war sie bis auf die Knochen wund gelegen. Und sie hatte Covid-19. 10. 9? Ja. Sorry. Ja, das ist noch umso erschreckender. Entweder haben die Eltern sie angesteckt und wenn nicht die Eltern, war jemand zu Besuch? Hat einer das gesehen und nicht die Polizei geholt? Das wäre schrecklich. Es ist ja wirklich, wirklich schrecklich. Naja, ich habe euch hier dann auch mal so nähergehend gezeigt, wie das so aussieht. Das waren die Flecken, die halt sie bedeckt hatten am Körper. Und dann seht ihr auch nochmal, wie so Wundgeschwüre aussehen. Denn bei der Lacey war wirklich also keine Form mehr zu erkennen. Sie war so wundgelegen, dass das Fleisch schwarz war. Das muss man sich mal vorstellen. Das Mädchen muss unglaubliche Schmerzen gehabt haben. Man kann nur hoffen, dass sie die meiste Zeit gar nichts mehr mitbekommen hat. Das ist so, so schrecklich. Oh, tut mir leid. und daraufhin, der Corona hat das jetzt vorbereitet und hat das dann jetzt dem Staatsanwalt übergeben. Das ist der Herr D. Aquila. Und der bestätigte gegenüber der Zeitung, dass er um einen Second Degree Murder, also Mord zweiten Grades, bitten wird, weil Lacys Eltern nicht das getan haben, was sie hätte tun sollen als Eltern. Fahrlässige Tötung beträgt 0 bis 5 Jahre, Totschlag ist 0 bis 40 Jahre und zweiter Grad ist lebenslänglich im Gefängnis, also dann auch wohl ohne Bewährung, sagte er. Bei einem Mord muss man Vorsatz haben, soll der Staatsanwalt halt gesagt haben. Wollte sie sie töten? Ich möchte sagen, ja, sie wollten sie töten. Er begrüßte die Anklage. Es ist Gerechtigkeit für Lacey, sagte er Law & Crime am Montag in einem Telefoninterview. Niemand muss so behandelt werden. Und das ist auch meine Meinung, liebe Crime Cats. Ich weiß ja nicht, wie ist eure Meinung. Also bitte, bitte schreibt mir, dass ich nicht da allein bin mit meinem Ersetzen. Und dann hat er noch gesagt, der Staatsanwalt hat halt zugestimmt, dass Lacys Tod ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war und fügte hinzu, ich hoffe, diese Anklage bringt die Opfer dieser Art von
Verbrechen ins Rampenlicht. Wie ich auch sage, das darf nicht unter den Teppich gekehrt werden, auf keinen Fall. Der Gerichtsmediziner hat viel Autorität, viel Macht. Wenn Menschen keine Behandlung wünschen oder eine Behandlung ablehnen, gehen sie zum Gerichtsmediziner. Gehen sie zur Strafverfolgung. Überprüfen sie ihre Nachbarn, überprüfen sie ihre Freunde. Wenn sie ein Pfleger sind, wenden sie sich an und stellen sie sicher, dass sich um die Menschen gekümmert wird. Dieser Fall war so schrecklich, dass der Gerichtsmediziner und das Büro des Sheriffs diesen Fall im Januar zunächst untersuchten und die Bedingungen, unter denen sie gefunden wurden, waren einfach unglaublich. Also deswegen, die Eltern waren noch auf freien Fuß. Ich weiß, sprachlos macht einen das, ne? Die konnten noch machen, was die wollten. Das macht mich richtig wütend, ne? Also, aber der Atem der Gerechtigkeit oder der Arm, der wird noch kommen. Und er sagte, du behandelst kein Tier so. Nein, tut man nicht. Man lässt wenigstens Futter da. Es musste etwas getan werden und wir kamen alle zusammen. Wir standen alle auf derselben Plattform und wir sind jetzt alle hier und wir haben eine Anklage wegen Mordes zweiten Grades. Sheriff Terris fügte hinzu, es war nichts weniger als schrecklich und widerlich. Wir haben alle gemeinsam daran gearbeitet, den Punkt zu erreichen, an dem wir uns jetzt befinden. Dies ist ein seltener Fall, aber heute wurde von jedem Mitglied dieses Teams alles richtig gemacht und wir haben erfolgreich eine Überzeugung erreicht und von der wir glauben, dass Lacys Situation gerecht wird, also auch mit der Bestrafung. Das ist wirklich, also man ist sprachlos und die Bilder, die waren so schrecklich von der Autopsie, die wurden dann der Öffentlichkeit auch gar nicht groß vorgestellt. Eins muss ich auch noch sagen, Dr. Wickham hat dann auch aufgeklärt, dass Lacy kein Lock-in-Syndrom hatte. Das wurde zwischenzeitlich behauptet. Ich habe euch hier die Folie auch gleich dahinter und dann auch die vom Autismus, dass ihr das noch sehen könnt. Und Dr. Wickham erklärte auch ein Missverständnis über Lacys tatsächlichen Zustand auf, der ursprünglich als Lock-in-Syndrom bezeichnet wurde. Er sagte, ich weiß nicht, woher dieser Begriff stammt oder aus welcher Quelle er stammt. In all meinen Jahren als praktizierender Arzt habe ich diesen Begriff noch nie gehört. Die einzigsten Diagnosen, von denen ich weiß, dass sie sie hatte, waren erstens soziale Angst, schwerer Autismus und das war's. Das sind ihre einzigen beiden Diagnosen. Das letzte Mal, dass sie einen Arzt jeglicher Art oder dergleichen sah, war, als sie 16 Jahre alt war. Das Bild von ihr war, als sie 16 war. So wurde übersetzt. Also die Diagnose war damals so. Sie war ja nicht lang in Behandlung. Dazu kommen wir gleich später noch. Wir kommen jetzt dazu, dass eine Jury sich das Ganze dann anhören sollte. Sie sollte darüber entscheiden, eine 12-köpfige Jury, ob es Second Degree Murder, also ob es die höchste Strafe geben kann dafür. Und es reichten die Fotos aus. Also es war, als wenn die Zeit stillgestanden hätte im Gerichtssaal, so wurde es gesagt, betont. Und die Fotos waren schon so schrecklich und das Gesagte und Gezeigte und das Leid, was dieses Mädchen mitmachen musste. Also man muss dazu sagen, man hat dieser Jury auch natürlich psychologische Hilfe zur Seite gestellt. Und die sind leider in der Pflicht, diese Bilder zu sehen, genauso wie die Leute, die rechtlich damit zu tun haben. Und einige Reporter, aber der Öffentlichkeit werden die nicht gezeigt, schon aus Respekt Lacy gegenüber. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man es beschreibt und Hut ab für jeden, der sich so etwas anschauen muss. Und wirklich meinen höchsten Respekt für jeden, der sich damit auseinandersetzen muss und das dann auch noch wegpacken muss. Auch so ein Geschworener. Also da bin ich froh, dass die psychologische Hilfe hatten. Wirklich. Ja. Dieses Lock-in-Syndrom, was beschrieben wird, das Lock-in-Syndrom ist eine fast vollständige Lähmung. Das Bewusstsein und die geistige Funktion sind nicht beeinträchtigt. Die Patienten können nicht das Gesicht verziehen, sich bewegen, sprechen oder eigenständig kommunizieren, aber sie können ihre Augen nach oben und nach unten bewegen und blinzeln. So, dazu möchte ich sagen, Lacy hatte vor lauter Hunger Teile der Couch gegessen. Ja, richtig gehört. In ihrem Magen wurde Couchstoff gefunden.
Und ich sag mal, wenn sie das Login-Syndrom gehabt hätte, was der Arzt ja aus vehement ablehnt, dann hätte sie das gar nicht tun können. Sie hätte sich gar nicht bewegen können. Und umso schlimmer, dass die Eltern weggefahren sind und die wollen so tun, als wenn nichts wäre. Also das ist unglaublich, ne? Das ist wirklich unglaublich. Ach, schlimm ist sowas. Selbst wenn sie es gehabt hätte, dann ist so eine Behandlung, also das sind in meinen Augen Sadisten. Die Eltern sind für mich Sadisten. Und es gab auch schon oft bei Fällen, wo Kindermisshandlung war oder Kinder verhungert sind, gab es auch, dass die Kinder dann angefangen haben, Stoff zu essen, Teppich. Da gibt es auch einen Fall, über den werde ich nochmal berichten in der Abteilung Kinderfälle, die ich auch noch aufbauen werde. Aber das ist ein Überlebensinstinkt und man muss sich vorstellen, die Couch war uringetränkt. Also das dazu. Dann gehen wir weiter und zwar den Autismus. Wer das nicht weiß, Autismus ist ein Sammelbegriff für verschiedene tiefgreifende Entwicklungsstörungen, Autismus-Spektrum, Störung ASS. Die meisten Betroffenen haben Probleme mit sozialen Kontakten sowie mit der Kommunikation und Sprache. Viele zeigen wiederholte stereotypische Verhaltensweisen und Interessen. Ist von NetDoctor die Quelle. Wie gesagt, ich habe ja alle Quellen da. So, dazu muss ich jetzt einhaken. Jetzt kommen wir zu Lacey, ihrer Persönlichkeit und dass ich das gar nicht so glaube. Und zwar haben wir mehrere Leute, die sich zu Wort gemeldet haben. Jetzt ist sie ja leider, das muss man sagen. Ich zähle mal gerade den kleinen Werdegang auf. Sie ist 1985 geboren. Zog sich angeblich 1989 aus der Nachbarschaft zurück und ist 2000 von den Eltern aus der Schule genommen worden, machte Homeschooling, wurde zu Hause unterrichtet wegen dem Autismus und dieser Sozialangst, ist 2006 völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden, hat ihn wohl sie keiner mehr gesehen, jetzt mal dieser Nachbar halt, und laut Gerichtsmedizin müsste sie seit 2010 auf der Couch gelegen haben. Was ich auch so ein bisschen bezweifle, weil, überlegt mal, da habe ich, das muss ich dazu sagen, vielen lieben Dank, ne, an der Stelle. Ich konnte richtig, richtig viel Input von ganz vielen Leuten, die sich auch dafür interessieren, kriegen. Und zwar hat da jemand richtig sich Mühe gegeben und auch diese Liste, die ich gerade vorgelesen habe, die stammt von allmystery.de Themen und da gibt es einen ganzen Tweet und eine ganze Gruppe und die haben darüber sich unterhalten, ausgetauscht. Da konnte ich ganz viel von mitnehmen. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Richtig vielen lieben Dank. Ich habe natürlich noch recherchieren müssen, aber trotzdem total toll war das. Also ganz, ganz großes Dank nochmal. Auch dafür, dass man dann die Quellen hatte und hier hat der Illuminati, hat mal, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, hat das Thema Gestank mal ausgelassen und hat das Ganze rein wissenschaftlich betrachtet und sagt dann halt, jeden Tag scheidet ein Mensch für gewöhnlich 100 bis 200 Gramm aus, zusätzlich 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit. Das wären bei 12 Jahren etwa 438 Kilo oder 6570 Liter bei den Minimummengen. So viel, denke ich, wird das Sofa nicht aufgenommen haben können. Nein, denke ich auch nicht. So muss zumindest eine Weile lang der größte Teil entfernt worden sein. Oder sie hat doch nicht immer da gelegen, wurde das Sofa ausgetauscht, war sie in einem anderen Bereich untergebracht. Also das wissen wir alles nicht. Also da sind ganz, ganz viele Fragen offen, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, bei dem Gestank, dass die Eltern wirklich da noch in der Nähe waren. Also das ist, wobei es gibt Dinge, also werdet ihr noch sehen. Am Ende habe ich ja eine Überraschung versprochen, die kommt dann auch noch. Also auch die Quellen, die sind alle von All Mystery, diese schön aufgelisteten. Da habe ich mich bedient. Vielen lieben Dank nochmal, kommt auch am Ende. Ja, das war mir echt eine große Hilfe für meinen Bericht. Und toll, dass es so viele Menschen gibt, die sich noch für andere interessieren und darüber reden, weil sie sprachlos sind, so wie ich. Ja, aber ich wollte halt eine Sendung machen. Und vielen lieben Dank. Ja, und Thema Autismus gehen wir jetzt an.
Da gibt es eine ganz tolle Sendung und da haben sich dann auch wirklich die Schulkameraden zu Wort gemeldet, weil die das nicht so stehen lassen wollten mit dem Autismus. Und zwar ist das eine Sendung, die nennt sich Unfiltered with Karen. Fletchers Freunde aus der Grundschule wandten sich mit Kiran Unfiltered und wollten bekannt machen, dass Lacey nicht jemand war, der immer für sich blieb. Sie hatte Freunde, hatte ein Leben, spielte mit ihren Freunden Sport und war normal. Insbesondere eine Freundin sagte, sie könne sich erinnern, dass Lacey ihre Musikvideos, die sie liebte und die Disney-Fahrgeschäfte immer per E-Mail schickte. Ja, sie hatte noch eine Zeit lang per E-Mail Kontakt. Sie liebte Musik, besonders Country-Musik, liebte Disney, liebte die Disney-Welt, immer wieder darüber geredet. Sie schickte uns ständig E-Mails darüber, wie sehr sie es liebte und schickte uns Videos von allen Fahrten, die sie liebte. Wir haben ihre E-Mails von ihr bis 2014, sagte ihre Freundin Tina Head. Die werden wahrscheinlich auch vor Gericht noch aufkommen, würde mich auch interessieren, was sie da so geschrieben hat. Spricht schon mal nicht so dafür, obwohl einige auch sagen, es kann in der Pubertät kommen. Aber vieles ist da komisch, also wirklich. Eine andere Freundin, Allison Falcon, sagte, wir gingen mit Lacey vom Kindergarten bis zur 9. Klasse auf eine kleine Privatschule. Lacey war in diesen Jahren alles andere als nonverbal und unbeweglich. Obwohl sie einige Lernschwierigkeiten hatte, die später als Autismus diagnostiziert wurden, hatte sie Freude, spielte mit einem Volleyballteam, war in der Bowlingliga, feierte Pyjama-Partys, ging gerne zu Disney und vor allem liebte sie Musik, besonders Country-Musik und Mariah Carey. Sie hatte ein hervorragendes Gedächtnis und konnte so viele Fakten aufzählen. Das hört sich jetzt nicht so an, als wenn, vielleicht kam auch dieses Verstocktsein, also Missbrauch ist für mich nicht von der Hand zu weisen, auch im Moment. Spielt das so ein bisschen so, wollten ihre Tochter für sich, wollte der Vater, darauf komme ich auch nochmal später, weil der muss den Hauptteil mit ihr zu Hause gewesen sein. Wollte er sie vielleicht da nicht gehen lassen, dass sie sich weiterentwickelt? Die waren ja auch sehr gläubig, da weiß man nicht. Also da hoffe ich, da kommt noch einiges raus. Aber es gibt noch mehr Wortmeldungen. Und zwar, es gibt eine Gruppe von ungefähr 12 von uns, die in einer Gruppe gesprochen haben, seit das alles herausgekommen ist. Also die haben sich halt zusammengeschlossen und darüber diskutiert. Die meisten von uns sind mit ihr zur Schule gegangen. Ein paar unserer Mütter und sogar unsere Mittelschullehrerin. Wir waren alle völlig geschockt, sagt Heath. Wir alle dachten im Laufe der Jahre, dass etwas seltsam ist. Ich schaute immer auf Sheilas Facebook und sah, dass sie und Clay immer unterwegs waren, bei Abendessen und LSU-Sportveranstaltungen und Familientreffen, aber nie etwas von Lacey. Sie hat nie von ihr gesprochen. Ich habe einmal auf ihre Seite zurückgeblickt und das letzte Mal, als sie ein Bild von ihr gepostet hatte, war 2011. Glaube ich. Wer geht über ein Jahrzehnt, ohne ein Bild seines Kindes zu posten? Irgendetwas hat sich also schon immer falsch angefühlt, aber keiner von uns hätte sich das jemals vorstellen können. Ja, das Problem ist natürlich, dass sie schlau gemacht haben, sie haben ihre Tochter isoliert. Für mich ist das so. Also, die wollten ihr keine Hilfe holen. Das ist schrecklich. Das ist so schrecklich. Und sie war ja auch im Volleyballteam und ihr seht ja auch die Einblendung. Moment. Da hat eine Bekannte gesagt, Lacey Fletcher war eine der süßesten Menschen, die man jemals treffen könnte, die Freundschaften begrüßte, während sie auf ihrer kleinen Privatschule war, verriet die ehemalige Klassenkameradin gegenüber Daily Mail.com und sie legte Wert darauf, Neuankömmlinge an der jetzt geschlossenen Brownsville Baptist Academy in Baker, Louisiana zu beruhigen, fügte die Freundin hinzu. Also sie war auch noch für andere da und also ich denke mal, sie war halt sehr noch zurück in ihrem Handeln denken, naiv. Und das ist absolut nichts Schlimmes, um Gottes Willen. Ich weiß ja nicht, ob ihr die süße Sendung kennt auf Netflix, da auch dieses Liebe im Spektrum. Klasse, tolle Leute, also wirklich, kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr mal so ein bisschen schmunzeln und was wollt fürs Herz, dann schaut euch das an. So, jetzt sind wir das durchgegangen, jetzt gehen wir weiter. Da seht ihr dann auch nochmal, dass die Schule geschlossen ist. Und zwar seit 2004 ist die Schule geschlossen. Genau.
Und dann kommt noch ein, jetzt kommen wir nämlich zu Clay. Der Clay, der hatte jetzt im Gegensatz zu der Sheila, hatte er eine Anstellung, wenn man das so nennen kann, Anstellung, bei einem Verein. Und das ist diese Baton Rouge Roundtable. Da hat sich ein Mitglied zu Wort gemeldet, sein Kollege. Das ist der John Potts, Programmdirektor des Baton Rouge Civil War Roundtable, wo Clay Fletcher arbeitete, sagte, er sei fassungslos über die Nachricht. Auf die Frage von KTAL News nach seiner Reaktion antwortete Potts Schock, weil es nicht mit meiner Erfahrung mit ihm übereinstimmt. Ja, so kann man sich täuschen, ne? Ich sag ja, der schöne Schein wollte da gewahrt werden, bis zum bitteren Ende. Er ist ganz anders, als man es so von jemandem erwarten würde. Potts sagte, die Details sind so schrecklich, daran besteht kein Zweifel und ich kann mir nicht vorstellen, wie so etwas überhaupt passiert. Ja, ich auch nicht. So, hier seht ihr dann auch nochmal, dass er Offizier der gemeinnützigen Baton Rouge Civil War Roundtable, dessen Mission es ist, eine Wertschätzung für die Opfer zu erzielen und zu fördern, die während des Bürgerkriegs ihre Leistung, glaube ich, erbracht haben. Ich habe es jetzt einfach so in der Übersetzung übernommen. Also, was ist denn das für ein Job? Der hat da ein bisschen so Propaganda gemacht, PR-Arbeit. Ab und zu haben sie ein Video gemacht, ein bisschen Krieg gespielt auf dem Feld. Also, pack sie doch an den Kopf. Der hat doch nicht richtig gearbeitet. Also, der war doch die meiste Zeit zu Hause. Ja, ist so. Wer weiß, was da gelaufen ist. Also ganz, ganz merkwürdig. Vielleicht hat sie sich auch so verkommen lassen, damit sie in Ruhe gelassen wird. Damit sie unattraktiv war. Wir werden gespannt sein. Sheila hingegen, das macht umso schockierender. Moment, ich bin gleich bei ihr. Die Sheila. Ach, Moment, eins habe ich noch, ne? Ich habe auch noch eine Wortmeldung und zwar, da hat auch jemand gesagt von ihren Schulkollegen, da sieht man auch nochmal das Abschlussbild. Entschuldigung, dass ich jetzt da in der Agenda so ein bisschen verrutscht bin. Es ist aber so umfangreich. Ihr seht ja, wie viel ich recherchiert habe und gemacht habe und dadurch, dass die Kamera nicht ging und ich jetzt 10.000 Mal anfangen musste. Und ich finde auch, Lacey hat mehr als nur 10 oder 20 Minuten verdient. Der Fall ist so umfangreich, dass ich dem mehr widmen wollte. So als wenn ich mich jetzt hier mit euch hinsetzen würde, wir würden ja auch nicht nur 10 Minuten drüber reden. Ich habe sie als eine süße, freundliche Person in Erinnerung, sagte die ehemalige Klassenkameradin aus der 9. Klasse, die nicht genannt werden will. Sie war eine der ersten Personen, mit denen ich befreundet war, als ich an der Schule anfing. Und sie war bereits dort. Sie war nachdenklich, einfach süß ist das Wort, auf das ich immer wieder zurückkomme. Einer der süßesten Menschen, die du jemals treffen könntest. So sehr nett. Lacey könnte ruhig sein, aber sie konnte auch ihre Meinung äußern. Das haben auch andere gesagt. Also, dass sie da wirklich trotzdem vehement war. Also ganz schlimm, wirklich, dass sie da rausgenommen wurde. Und vielleicht hatten die auch Angst und haben sie deswegen nicht mehr zum Arzt gehen lassen. Wie gesagt, also da weiß man nicht, was so dahinter steckt. Also ich ahne da nichts Gutes. Wirklich nicht. So. Ach ja, nochmal kurz die Lebensstationen. Die sind auch ganz, ganz toll aufgelistet worden von All Mystery. 20 bis 2020 Therapie. Da habt ihr dann auch nochmal die Quellen, wo das so drin steht. Bis 2007 der Nachbar sieht sie mit Gewichten vorm Haus. 2010 Einweisung durch den Arzt wird empfohlen. Auch die Quellen. 2011, letzter Lacey-bezogener Facebook-Post der Mutter, Quelle. 2014, E-Mail-Kontakt zu Freunden, auch die Quelle. 2017, Nachbar erkundigt sich nach Lacey und erhält die Antwort, es ginge ja gut, sie lebt noch hier. Ja, das war quasi so das, was da netterweise so wirklich ganz, ganz toll zusammengefasst wurde, so. Jetzt haltet euch fest, jetzt kommen wir zu Lacey, als Mutter Sheila Fletcher. Die Gute war, sie war Polizei- und Gerichtsschreiberin in einer kleinen nahegelegenen Stadt Baker und in der jüngsten Zeit sogar Assistentin des
Stadtstaatsanwalts in Sachary. Das ist einer etwas größer gelegenen Gemeinde in der Nähe. Die Mutter war auch in Slaughter Ward of Aldermen. Das ist auch so ein Sitz im Stadtrat irgendwie. Und kündigte am 24. Januar nach vierjähriger Dienstzeit, 3 Wochen nach der Horrorentdeckung, also dem Tod ihrer Tochter. Das muss man sich mal vorstellen. Die hätte gewusst, wo Hilfe ist. Und jetzt seht ihr auch mal so, was mich richtig sprachlos und wütend macht. Die hat hier so Community unterstützt. Da haben sie dann so Sachen gemacht hier, dass sie dazu aufgerufen haben, einen lila Tag zu machen für Opfer von Gewalt oder Missbrauch. Dann, dass sie da solidarisch mit sein wollten. Und dann wurde auch hier so Veranstaltungen gemacht, wo gesammelt wurde dann für gemeinnützige Sachen. Das muss man sich mal wirklich alles vorstellen. Das ist für mich unverständlich, ne? So, Gott sei Dank, obwohl die jetzt eine ganze Zeit lang ja auf freien Fuß waren, haben die Jury das einzig Richtige entschieden, dass die endlich verhaftet werden sollen, die Eltern. Übrigens ist auch noch ganz, ganz toll, was die Eltern, also quasi, hier seht ihr auch den Nachruf, das macht fassungslos. Das ist die Anzeige vom Bestattungsinstitut. Erstmal ist sie auch noch erwähnt worden. Da ist ein enges Familienmitglied gestorben. Da wurde sie auch noch mit angeführt. Also, dass sie da Beileid bekundet. Und zeitweise hatte man auch gesehen, dass die Oma gestorben ist. Leider ist die Seite, habe ich nicht mehr gefunden, ob das rausgenommen worden ist. Bei Lisi konnte man vorher nämlich auch in den Kommentaren lesen und im Kondolenzbuch, das ist jetzt gesperrt worden. Aber hier seht ihr noch den Nachruf quasi der Eltern. Das ist unglaublich, wenn man sich das vorstellt, dass die dann wirklich noch die Frechheit besitzen und sagen, ja, dass sie ihr kleines Mädchen, ihr süßes Mädchen ja so vermissen. Ihr könnt ja mal euch das anschauen. Das treibt einem wirklich so die Fassungslosigkeit. Also, aber das ist dieses scheinheilige, obergetuige, dass die da wirklich perfektes Haus, perfekte Fassade und in Wirklichkeit lauerte da das richtig Böse drunter, sag ich mal, sadistisch böse. Und ich sag mal, die kirchlichen Säulen ihrer Gemeinde wurden Stunden nach der Entscheidung festgenommen. Aber aus dem Gefängnis der Gemeinde East Felicia entlassen, nachdem ein Richter jeden von ihnen eine Kaution in Höhe von $300.000 auferlegt hatte. Dazu komme ich jetzt, weil einige meinten in den Foren, vielleicht war es ja zu teuer, dass die Lacey Hilfe bekam. Teuer? Die konnten reisen, die haben es sich gut gehen lassen. Was hat das Mädchen denn gekostet? Gar nichts. Und ich denke mal, bei der Anstellung wird Sheila auch eine Krankenversicherung gehabt haben. Zudem konnten die Kaution ja direkt auf den Tisch legen. Also Leute, nee. Da hatte ich mit ganz, ganz vielen Aussagen wirklich kein Verständnis. Und ihr seht hier auch die Bilder, wie erst ging Sheila, also konnte Sheila die Kaution hinterlegen. Mit 12 Stunden dann Versetzung hat sie dann ihren Mann Clay abholen können. Und die haben dann zusammen halt, Clay war unterdessen gezwungen, eine weitere Nacht hinter Gittern in Clinton zu verbringen, nachdem sein Kautionsgeld nicht rechtzeitig arrangiert werden konnte. Wurde aber 12 Stunden später am Mittwochmorgen freigelassen. Also der musste halt noch ein bisschen länger. Sheila verließ schon am späten Dienstagabend das Gefängnis, nachdem sie eine Kaution in Höhe von $300.000 hinterlegt hatte. Etwas mehr als 24 Stunden nach ihrer Verhaftung. Also, ne? Das ist... Der Anwalt der Fletcher, Stephen Moore, sagte zuvor in einer Erklärung, sie wollen den Schmerz, ein Kind verloren zu haben, nicht noch einmal durch die Medien erleben. Also geben sie keinen Kommentar sonst. So, jetzt kommen wir dazu. Die neuesten Entwicklungen sind, Lisis Eltern werden am 6. September und dann am 6. Februar 2023 erneut vor Gericht erscheinen. Das war jetzt schon, ne? Der Anwalt des Paares sagte gegenüber KTBS, er glaube an die Unschuld seiner Mandanten. Ja, er wird ja auch bezahlt dafür, ne? Surprise, surprise. Bezirksstaatsanwalt Sam DiGilla sagte der Verkaufsstelle jedoch, also blöd übersetzt, aber der Stelle wahrscheinlich dann, ne? Jedoch, dass er einen soliden Fall gegen die Fletchers habe. Also, der hat schon gut was aufgebaut. Und ich denke, es wird richtig spannend, meine Lieben. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei, weil sobald der Prozess losgeht, sind
die Crimecats wieder mit dabei vor Ort. Leider seht ihr im Moment keine, die schlafen. Denen ging es auch heute nicht so gut. Ich weiß auch nicht, dass sie die Grippe kriegen. Oder die waren beunruhigt, dass ich hier so am Rumwuseln war. Habe aber mit ihnen gespielt. Haben auch ganz viel Katzenschmusezeit bekommen, wie das so richtig ist. Ha, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn es einem schlecht geht oder man nicht schlafen kann oder nach sowas ein bisschen mit den Katzen zu spielen und ja, diese Positivität und ach, gibt's was Schöneres? Bestimmt nicht. Tiere geben einem so viel Klasse. Und dann haben die Eltern noch nicht mal die Tochter besser als wie ein Tier behandelt. Unglaublich. Unglaublich. Ja, ich hoffe, ihr seht das auch so wie ich, dass Lacey eine längere Folge verdient hat und ich hoffe, ihr habt noch durchgehalten einigermaßen und es wird, kann nur besser werden mit meinem Format, hoffe ich. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass die Folge später gestartet ist und für die Einleitung und das Ganze und dass ich noch kein Vollprofi bin. Und wenn ihr Kritik habt, gerne in die Kommentare, Verbesserungsschläge nehme ich gerne an und oder wenn ihr noch was rausfindet, auch immer her damit. Also ich freue mich, bin ich auch gerne ein. Und nochmal vielen Dank wirklich an All Mystery und die ganzen Leute. Und vielen Dank für eure Zeit, die ist ja auch kostbar, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr an Lacey gedacht habt. Justice for Lacey kann ich nur sagen. Ich hoffe wirklich, dass ja, dass die Eltern zur Rechenschaft gezogen werden. Wirklich. Und dass das vielleicht einen Folgeeffekt hat, dass Leute hinschauen. Und jetzt kommen wir zu der Überraschung. Ich habe nächste Woche am Freitag den ersten Teil meiner Kategorie ähnliche Fälle. Weil ich habe natürlich nachgeschaut und ich muss euch sagen, schnallt euch an. Also ich habe Fälle gefunden und einer davon ist sogar in Deutschland. Es wird heftig, aber ihr könnt euch erstmal erholen. Am Wochenende kommt dann nochmal so Crime Cats on Scene. Und am Dienstag ist dann die Sonderfolge. Da verrate ich noch nicht so ganz. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Die wird am Dienstag dann losgehen. Ich denke mal so um 8 vielleicht. Lasst euch überraschen. Vielen Dank für eure Zeit. Bleibt mir treu. Lasst vielleicht ein Abo da. Das wäre total schön. Unterstützt mich. Und schnurrige Grüße von den Crime Cats. Und ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Videos dabei. Ich freue mich auf euch. Bleibt gesund. Bleibt wachsam. Wenn ihr was seht, bitte unbedingt melden. Egal wie blöd es ist, ihr euch blöd vorkommt. Auch in der Familie, auch wenn es Streit gibt. Macht das. Macht das bitte wirklich. Alles klar, macht's gut, ihr Lieben. Danke für eure Zeit. Tschüss. Tschüss.